Und auf der Lauer liegt auch Holger Scholze in Stuttgart an der Börse. Holger, schauen wir uns mal den Markt an. Wie schätzen die Anleger denn in Stuttgart den DAX momentan ein? Bleiben wir bei den grünen Vorzeichen oder geht es doch runter? Also es gibt gar keine klare Tendenz hier im Hinblick auf den Gesamtmarkt, denn jetzt muss man sich erstmal neu sortieren. Das war doch eine heftige Börsenwoche mit starken Schwankungen. Sie hatten ja schon angedeutet, dass die Volatilität, also die Schwankungsbreite des Marktes, angestiegen ist. Der DAX war unter 8.000 gerutscht und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich diese Korrektur fortsetzt, dass wir jetzt lediglich eine technische Gegenbewegung sehen. Aber zumindest hatten diese technische Erholung viele Börsianer hier vorhergesehen, hatten mit Calls und Knockout-Calls auf steigende Kurse des DAX gesetzt. Deswegen sehen wir heute erstmal Gewinnmitnahmen und nun heißt es abwarten, ob neue Konjunkturdaten aus den USA Impulse bringen können und dann vor allen Dingen in der kommenden Woche. Da wird es heiß hergehen, denn da steht eine Sitzung der US-amerikanischen Notenbank an und wir warten alle gespannt darauf, ob Tendenzen ablesbar sein werden, ob denn das große Anleihenkaufprogramm gedrosselt wird oder eben nicht. Schauen wir mal auf einen Einzelwert. Die Aktie von Lanxess heute ganz oben mit dabei bei den Top-Werten im DAX. Es waren Analysten, die die Aktie hier heute so beflügeln. Wie fallen da die Reaktionen aus? So ist es. Die Kollegen von Kepler haben das Papier zum Kauf empfohlen. Sie sehen gute Entwicklungsmöglichkeiten für den europäischen Chemiesektor und deswegen die Lanxess-Aktie heute stärkster Gewinner im DAX mit einem Aufschlag jetzt von rund 3%. Und davon profitieren auch viele Derivateanleger, die hier durchaus auch länger laufende Call-Optionsscheine auf Lanxess in ihren Depots halten. Wie sieht es heute bei der Aktie von Nordex aus? Nordex hat abermals einen großen Auftrag aus Südafrika bekommen. Da scheint man gute Geschäfte immer wieder zu machen. Man soll dort einen Windpark nicht nur liefern, sondern diesen auch errichten. Und das beflügelt natürlich entsprechend die Fantasie der Anleger heute bei der Nordex-Aktie, die deutlich zulegen kann. Aktuell jetzt zuletzt, als ich schaute, um 3,4% auf 5,7460 €. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz über Hochtief sprechen. Das Unternehmen will Aktien zurückkaufen. Was steckt dahinter? Ja, dahinter steckt, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nur, dass man ein Aktienrückkaufprogramm ausgerufen hat und dass eine solche Meldung natürlich sofort zu einer großen Nachfrage einer Aktie führt. Deswegen Hochtief heute mit 5,8% im Plus bei 51,70 €. Hier sind allerdings gar nicht so viele Privatanleger dabei, denn man hatte Hochtief in den vergangenen Tagen so ein bisschen links liegen lassen. Wie sich jetzt zeigt, eigentlich schade drum. Aber so kann es gehen. Man kann ja auch nicht auf jeden fahrenden Zug aufspringen und wenn einer ins Rollen gerät, soll man ihn auch mal fahren lassen. Der nächste kommt bestimmt. Also in diesem Sinne haben wir heute aber unter dem Strich doch ein versöhnliches Ende dieser recht aufregenden Börsenwoche. Trotz der dünnen Nachrichtenlage waren die Schwankungen groß und es sah ja lange Zeit auch nicht so gut aus, die Kurse fielen und fielen. Aber jetzt sehen wir zumindest mal ein paar Lichtblicke. Ebenso wie wenn wir aus dem Fenster schauen, denn es soll schönes Wetter geben am Wochenende und schönes Wetter wünschen wir uns dann auch für die kommende Börsenwoche. Ja, hoffentlich reicht es dann auch heute, dass wir mit den grünen Vorzeichen aus dem Handel auch gehen. Dankeschön, Holger Scholze, für diese Einschätzung. Sehr gern, Caroline. Tschüss.